Das letzte Werk. Oh mein Gott. Mary. Das letzte Werk in Goethernas Leben. Während das Mädchen fast lebensecht erscheint, natürlich, ist sie nicht auf einer wahren Person basiert. Ja, Gary, ja. Punkt. Ausrufungszeichen, Ausrufezeichen. Das ist also sie. Das erklärt einiges. Da ist ein bekanntes Gemälde auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Seite. Auf der nächsten Seite sozusagen. Wieso? Das kann nicht sein, das ist Mary? Übrigens, er spricht und das Ohr hört. Sie existiert nicht? Was soll das bedeuten? Und sie ist gerade bei Eve. Keine Chance. Oh oh. Ich hörte Marys Geheimnis. Wahrscheinlich die Puppe. Wo ist die Puppe hin? Oh, jetzt trägt der Baum sogar Früchte. Da unten ist sie. Ich habe schon Angst. Ja, ich habe so viel Angst, dass ich immer trotzdem speichere. Und, was ist Marys Geheimnis? Ich habe etwas Gutes aufgehoben. Ich mache es zu meinem Schatz. Oh, der Magen sieht größer aus von der Puppe. Was sollte ich machen? Wir sollten sie mal austesten. Ja, ansehen. Ich denke, ich sollte mal näher ran, mir es eher angucken. Und da ist der rote Ball. Es tut mir leid, Puppe. Oh oh. Na gut. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst davor, was mich da drinnen erwarten könnte. Die Tür ist aufgeschlossen. Da ist etwas auf dem Boden. Die Farbe weiß. Ich will schnell hier weg. Ich weiß, was jetzt. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Das sind alle sieben. Das war so klar. Hä? Keine. Niemals. Wieso? Da ist etwas auf der Tür geschrieben. Lass uns noch eine Schatzsuche haben. Wer? Wer? Wer hat den Schlüssel? Was ist. Oh oh. Was nun? Oh Gott. Das ist schlecht. Wo ist der Schlüssel? Sieh da. Oh oh. Eine Puppe mit einem. Willkommen in unserem Zuhause. Oh wow. Oh Gott. Da. Wir haben den Schlüssel gefunden. Ah, verdammt, es ist da. Oh, wow, das macht mir echt Angst, das Ding da mit drin. Komm schon. Und Game Over. Oh, ist das rot. Oder auch nicht. Wir haben es nur nicht rechtzeitig geschafft. Und Eve weiß noch nichts davon, dass Mary nur ein Kunstwerk ist. Was haben wir jetzt? Ach ja, wir haben alle Farben gefunden. Hä? Hey, es ist endlich in Farbe, also der Raum. Das ist toll. Was ist das hier im Hintergrund? Illusion. Da ist etwas auf dem Tisch. Der braune Schlüssel. Der führt uns hier runter. Was ist das denn? Sieht ja komisch aus. Oh, und der nimmt das auf, okay. Die Tür kann von dieser Seite aufgeschlossen werden. Jetzt kommen wir nach unten. Ja, schon sind wir da. Das so. Also. Oh, sicher. Manchmal, ja. Ja. Ich höre jemanden reden. Oh Gott, Gary wird bestimmt verrückt sein.
Das sieht man nicht alle Tage, nicht wahr? Ich habe leider keins mehr davon. Okay. Oh, wirklich? Oh, ich liebe es wirklich. Das liebe ich wirklich. Aber es wird eine Weile brauchen. Oder sicherlich eine Weile brauchen. Oh, du auch. Oh, du auch. Siehst du, wir kommen ganz gut zurecht miteinander, nicht wahr? Ohohoho. Gary ist hinter der Tür. Spricht er zu jemandem? Wir müssen da rein. Okay. Ganz kurz mal. Für ihn sind das alles diese krassen Puppen und für uns sind das Häschen. Was? Wieso? Gary? Du bist wirklich sehr amüsant. Weißt du das? Oh, jetzt ist er verrückt geworden. Es fühlt sich so an, als könnte ich mit dir über alles sprechen. Über jede Sorge sprechen. ja, wieder ein Hase. Hä? Das habe ich nie zuvor gehört. Kannst du mir die Details geben? Nein, nein. Ich werde es niemandem sagen. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Was? Das glaube ich nicht. Wirklich? Du bist real? Weil das ekelhaft ist. Wer würde das einem Mädchen antun? Wenn ich das sehen würde, würde ich ihnen sagen, dass sie damit aufhören sollten. Sicherlich sagen, dass sie damit aufhören sollten. Du steckst in Problemen? Das kenne ich. Das Gefühl kenne ich. Manchmal fühlt man sich einfach hoffnungslos oder hilflos. Du weißt, dass du nicht wegrennen kannst. Und nichts wird gut gehen. Du fragst dich, wieso? Ja, das funktioniert genauso. Es ist schön, zu denken. Nicht denken zu müssen. Einfach nur die schlimmen Dinge vergessen. Haha. Oh ja. Da bin ich ganz bei dir. Er spricht weiter zu sich selbst. Ist das wirklich Gary? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Vielleicht ist es ein Fake, also eine Lüge. Ich meine, der echte Gary würde nicht hier sein, richtig? Denkst du nicht auch so, Eve? Eve? Schlägt sie ihn jetzt? Ich wusste es. Das ist so typisch Eve. Call his name. Ja, wir sagen mal seinen Namen. Gary. Eve? Eve, bist du da? Oder warum bist du hier? Unmöglich. Ich weiß nicht wirklich, was los ist, aber was machen wir hier? Oh, das ist so süß. Oh, Eve. Na gut. Ich bin mir zwar nicht sicher, was passiert ist, aber du hast dich sicherlich gesorgt. Tut mir leid, Eve. Oh, das ist so süß. Also, ich würde mal sagen, wir müssen weitergehen, aber seine Erinnerungen sind ein bisschen durcheinander. Also weiß ich nicht mehr, was ich getan habe. Naja, du musst dich ja nicht wirklich daran erinnern, oder? Ja, irgendwie schon, damit man weiß, dass du nicht echt bist. Immerhin sind wir jetzt wieder zusammen. Also es muss nicht schlimm sein, dass sie nicht echt ist. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist in diesem Spiel. In diesem Spiel sollte man so viel wissen wie möglich. Ich denke, das stimmt schon. Aber ich denke, ich vergesse irgendwas ganz Wichtiges. Ich frage mich, was es war.
Wie auch immer, lass uns gehen. Wir haben ein paar Stufen gefunden. Oder Treppen. Okay, dann lasst uns unser Bestes tun. Oh Gott. Übrigens, Mary hat zwar eine Blume, also nehmen wir jetzt an, eine Rose, aber man sieht keine Vasen davon. Mary, du hast etwas fallen gelassen. Hä? Diese Rose. Fass das nicht an! Und sie zückt ihr Messer übrigens. Mary! Was hast du da? Gib es zurück! Warte, warte, Mary! Berühre nicht meine Rose! Warte! Ja, nimm das Ding weg! Ah! Gott, was ist mit Mary los? Mary, es ist genauso, wie ich es mir dachte. Eve, hör zu. Ich kann mich wieder daran erinnern. Ich sah ein Porträt von Mary in einer Sammlung von Guaternas Büchern. Du kannst es vielleicht nicht glauben, aber Mary ist kein Mensch. Sie ist genauso wie diese Bilder hier. Ach so, wie die gemalten Frauen oder die Statuen, die hinter uns hergekommen sind. Ich denke, sie ist eine weitere von Guaternas Arbeiten. Ich habe nicht genug Zeit mit ihr verbracht, um es wirklich zu bemerken, aber es ist gefährlich, bei ihr zu bleiben. Es ist unglücklich, aber wir müssen sie hier lassen. Diese Rose, sie sieht echt aus, aber es ist auf jeden Fall eine Fälschung. Oh Mann. Ich will sie nicht einfach alleine lassen. Kann sie doch darauf ansprechen. Ich meine, wenn man das tut, müsste ein Kunstwerk auf jeden Fall darauf reagieren. Würde ich jetzt mal so annehmen. Und das würde auch erklären, warum der Spiegel vorhin zerbrochen ist. Sieht so aus, als wären das die Treppen nach unten. Wir gehen immer weiter nach unten. Das macht mir Angst. Okay, Ib. Geh einen Schritt zurück. Oh. Puh. Wie viele Statuen habe ich heute schon ge beiseite geschoben? Egal, lass uns gehen. Oh, das ist ja schön hier. Wow. Passiert das nochmal? Nein, aber wenn wir stehen bleiben, könnten wir getroffen werden. Deswegen bin ich mal ganz vor. Okay. Das wird immer verrückter. Ich gehe mal nochmal nach oben. Vielleicht sieht man da was Besonderes. Herzen, eine lilane Blume, ein blauer Stern, ein gelber Mond. Nee, das wiederholt sich eine rote Sonne. Und hier wird die Zeichnung immer schlechter. Noch mehr Sterne. Okay, man wird tatsächlich davon getroffen. Dann passe ich mal ein bisschen mehr auf. Oh, das ist sein Zeichenbuch. Ach nein, das ist in die Richtung, das Zeichenbuch. Okay, wir sind jetzt in einem Gemälde, in einem Zeichenbuch. Na gut, nun, das ist wirklich eine signifikante Änderung der Atmosphäre. Aber wir können damit klarkommen, nicht wahr, Ib? Ein Tulpenblüte. Oh Gott, ich kenn doch nicht Blumen in Englisch. Warum ist die noch nicht geblüht? Frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch.